Der Loi kommt ein neues Käfig über. Und in seinem neuen Käfig, der Swiss Life Arena, ist er hungrig. Und wer Hunger hat, braucht gutes Essen. Das gibt es hier, unter anderem im Restaurant Z, wo wir uns gerade jetzt befinden. Aber nicht nur da, sondern wir haben auch diverse weitere Orte. Und über all die möchten wir jetzt reden. Und zwar mit dem Gastrochef von der neuen Swiss Life Arena, Günther Gruber. Günther, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für ein paar Fragen und für Fans. Hoi David, ich freue mich sehr. Die erste Frage, gerade direkt. Wer ist der Günther Gruber? Viele kennen dich wahrscheinlich beim Z jetzt noch nicht so gut. Ja, das ist richtig. Aber ich war seit 18 Jahren der Nachbar vom ZSC. Ich habe die Gastronomie in der Messe Zürich geleitet. Sehr schön. Also das heisst, du kennst die Nähe vom Hallenstadion, du kennst auch das Eishockey. Wie vertraut bist du mit dem Eishockeysport? Ja, also in den letzten 3 Jahren habe ich ziemlich viel Match gesehen. Also zum Leidwesen meiner Frau, die hat sich schon gefragt, was los ist mit mir. Also ich habe mich intensiv in das Thema Eishockey reingelebt und bin jetzt ein eingefleischter ZSC-Fan. Spürt man eigentlich richtig wunderschön. Ja, auf dem werden wir aufbauen. Wir werden vieles miteinander besprechen. Eben auch, was das Gastronomie-Thema angeht, ist in unserem Zentrum am heutigen Tag. Und wir haben es gesagt, das Restaurant Z ist eines von diesen Gastronomie-Punkten, die du betreust. Wir haben aber vor allem eigentlich den Bereich Public, wir haben den Bereich Business und wir haben den Bereich Loge, den ich als erstes Mal mit dir möchte durchleuchten. Was kannst du dazu erzählen? Ja, also es sind drei grundverschiedene Konzepte natürlich. Das eine ist das Publikumscatering im Stadion selber, kommen wir später nochmal drauf, also mit ein paar 10 Foodboxen dort. Dann die Logen, der VIP-Bereich, dritter und vierter Stock. Die sind anders wie im Hallenstadion, die sind auf der Längsseite und man geht direkt vom VIP-Bereich zu den Sitzplätzen auf sehr kurze Wege. Und dann hier, wo wir uns jetzt momentan befinden, das ist Restaurant Z. Das ist ein öffentliches Restaurant, wo hoffentlich dann, wenn Matches sind, vor dem Match und nach dem Match voll ist. So ist es. Und das ist direkt neben dem Pub, 1930 Sportsbar, nennt sich das. Wir haben aber nochmal einen Bereich, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, und zwar ist es der Bereich Dine and View. Ganz ein spannendes Konzept. Man kennt es von anderen Stadien. Du hast ja auch ein bisschen mit dich orientiert an anderen Stadien. Was kannst du uns über Dine and View erzählen? Ja, das sind auch, die sind im vierten OG, seitlich von den Logen. Ich war, wie ich das erste Mal oben war, auf der Plane, habe ich gedacht, das ist relativ klein, bis ich dann oben gestanden bin und dachte, das ist riesig. Man hat einen genialen Einblick ins Stadion von oben. Man kann während dem Spiel essen und trinken und der Blick einfach ins Stadion runter ist einfach phänomenal. Du sagst, man kann essen und trinken. Jetzt nimmt sicherlich viele Fans wunder, was? Wir kennen das Hallenstadion, wir kennen das Angebot auch von anderen Stadien. Was kommt da konkret auf uns zu? Ja, wir haben grundsätzlich so drei verschiedene Konzepte. Also man kann es Fondue Chinoise haben, man kann es serviert, also das Flying Fingerfood haben oder auch eine Buffet-Variante. Das hängt je nachdem, was der Kunde wünscht eigentlich. Also wir sind da relativ flexibel. Du hast jetzt auch die Foodboxen angesprochen gehabt. 10 sind so der ganzen Zahl im ganzen Stadion verteilt und es ist, glaube ich, alles kontaktlos. Also das heisst, Bargeld wird da innen nicht möglich sein. Ja, also es sind 10 in der Arena direkt. Wir haben aber noch zusätzlich 3 auf der Terrasse draußen und vor der Sportbar 19:30 haben wir noch einen Foodtruck. Also im Total sind es 14 Stück. Unglaublich. Also grosse und andere Dimensionen im Hallenstadion. Ja. Du kennst jetzt das Hallenstadion bestens, wenn du direkt musst vergleichen. Ja. Was wären so die Hauptunterschiede für dich auch? Wir haben mehr Kassen. Unsere Foodboxen sind nach den Bedürfnissen von der Gastronomie gebaut und dadurch ist unser Ziel, dass wir von der Geschwindigkeit viel schneller sind als nicht das Hallenstadion, sondern auch die anderen Stadien. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Wir starten, wenn alle Foodboxen offen sind, haben wir knapp 70 Kassen. Und dadurch erhoffen wir uns natürlich, dass wir die Geschwindigkeit pro Transaktion schneller sind. Was du angesprochen hast, das ist ein wichtiger Punkt, das ist cashless. Das hat sich jetzt eigentlich bewährt in den letzten 1-2 Jahren. Da hat Corona ein bisschen geholfen, dass das viel schneller kommt. Und der Vorteil ist einfach für den Besucher, dass der Zahlungsvorgang einfach doppelt so schnell ist, als wenn man mit Bargeld zahlt. Und dadurch profitiert eigentlich wieder der Besucher, weil er schneller drankommt. Das klingt alles extrem erfreulich, vor allem auch die Geschwindigkeit. Logistik ist eine unglaubliche Herausforderung. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass man viele Speisen eigentlich an einem Standort, der ist hinter der Loge, tut Vorbereitungen. Da braucht es ja eine unglaubliche, speditive Arbeit. Wie ist das genau aufgeleistet worden?
Ja, also die Foodboxen sind so konzipiert, wenn sie bestückt sind, das ist jetzt ein bisschen bei uns der riesige Vorteil, die sind eigentlich so konzipiert, dass alles, was während dem Spiel, und wenn das ist gerechnet, wenn Full House ist, dass die Foodbox, ohne dass nachgeliefert werden muss, durchkommt. Und das ist, in anderen Stadien habe ich das gesehen, ist gar nicht möglich, weil die haben keine Kühlräume, keine Kühlschränke oder viel zu wenige und die Abläufe stimmen nicht. Und das ist bei uns wesentlich besser. Und wesentlich besser ist hoffentlich auch das breite Angebot für den Fan an einer normalen Foodbox, sage ich jetzt mal. Kannst du da vielleicht schon einen Vergleich machen zum Hallenstadion zu jetzt? Was glaubst du, wird der Topseller beispielsweise? Also Topseller hoffe ich, dass die Z-Wurst wird. Z-Wurst haben wir speziell für dieses Stadion hier und für den ZSC kreiert. Ich war in der Degustation dabei, wir haben ein halbes Jahr lang herumprobiert. Die ersten zwei waren einfach nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und ich glaube, nach dem fünften Probelauf haben wir wirklich eine mega coole Wurst. Da bin ich gespannt. Z-Wurst. Ich kann sie selber auch noch nie probieren, freue mich also sehr drauf. Und kriegst sie heute noch. Sehr gut. Umso besser, dann schauen wir, dass der Tag bald fertig ist. Nein, Spaß, ich habe noch zwei, drei Fragen. Und eine davon ist, du hast vorher angesprochen, du bist viel unterwegs gewesen in diesem Jahr. Eben. Ja. Danke an dieser Stelle an deine Frau, dass sie dir so viel hat gelassen. Aber es hat sich gelohnt, weil du hast können vergleichen. Du bist in fast allen Stadien gewesen, in der Schweiz vor allem, und hast können Vergleich machen, hast Highlights gehabt, Lowlights. Nimm uns rasch ein bisschen mit auf deine Reise durch die Stadien. Ja, also mir ist an den meisten Stadien ist mir aufgefallen, dass die einfach die Foodboxen, die sind, ist eigentlich immer zentral, oder? Weil dort werden die meisten Besucher verpflegt. Und die sind vom Baulichen her und von der Logistik einfach fahrlässig vernachlässigt worden in anderen Stadien. Also im Prinzip ist der Gastronom ist gekommen und hat eine Fläche gekriegt und hat dann irgendwas draus machen müssen. Ich muss dazu sagen, was mich dann auch wieder erstaunt oder ein Kompliment an die Kollegen in den anderen Stadien, sie versuchen einfach aus einer ungünstigen Lage das Bestmögliche rauszuholen, aber sie haben halt teilweise wirklich sehr, sehr schlechte Voraussetzungen. Man hat einfach in der Planung, hat man die Foodboxen eigentlich irgendwie nicht richtig geplant oder teilweise total vergessen. Aber du hast gleich ein, zwei Stadien-Momente gehabt, wo du hast gesagt, hey, das können wir jetzt adaptieren und mitnehmen. Ja, absolut. Also es gibt bei jedem Besuch, bei jedem Stadion gibt es etwas, wo ich sage, hey, das ist wirklich cool. Von der Ablauf her, von der Präsentation, vom Angebot her, das ist wirklich spannend gewesen. Auch der Austausch mit den Stadienleitern, da bin ich jetzt ein gutes Jahr dran und das werde ich noch intensivieren. Ich war noch nicht in allen Stadien, aber in schon sehr vielen. Ich finde auch, das ist wichtig, dass sich die Stadienleiter untereinander, die Gastroleiter untereinander austauschen und Kontakt haben. Gehen wir noch ein bisschen ins Eingemachte rein, das Finanzielle. Auch da wieder der Vergleich zum Hallenstadion. Da hat man oft gesagt, ja, man muss ja alles quasi vom Finanziellen an das Hallenstadion abtreten. Mhm. Ist das jetzt die neue Cash-Cow, der Gastrobereich, oder kann man das auch ein Stück weit relativieren? Wie würdest du das beurteilen? Ob es eine Cash-Cow wird, ich hoffe. Es hängt davon ab, wie viele Besucher das kommen. Nein, das ist ein wesentlicher Punkt und das ist auch legitim. Es ist für jedem Produkt, das wir verkaufen, geht ein Prozentsatz an ZSC. Das ist auch richtig so, das ist eigentlich normalerweise üblich. Und bei uns ist das ausgehandelt worden und ist auf einer sehr, sehr guten Basis. Also es ist schon jetzt, wir sind ein Teil von ZSC und jede Wurst, jedes Bier, wo konsumiert wird, kommt im Z-Score. Das ist der wesentliche Unterschied. Und das ist schön zu hören. Mich nimmt es jetzt gleich auch noch Wunder. Du hast da jetzt eben, wo wir uns im Moment befinden, das Restaurant Z, verschiedene Möglichkeiten, um auch Gäste bewirtschaften, und zwar abgesehen vom Spieltag. Sind andere Events schon geplant oder auch die Öffnungszeiten sind da zum Teil anders? Ja, also die Idee ist eigentlich, das Restaurant Z ist ein öffentliches Restaurant. Das ist von Montag bis Freitag, eigentlich, ich sage so von 9 bis um 10 Uhr circa offen. Und die Sportbar 1930, was sich gerade daneben befindet, die wird hauptsächlich also offen sein, wenn natürlich Matchbetrieb ist, also Heimspiel, aber auch wenn Auswärtsspiel sind. Also die Idee ist eigentlich, dass das 1930 ein Treffpunkt für die ZSC-Fans sind, da ja bekanntlicherweise nur etwa 500 Plätze in den anderen Stadien zur Verfügung stehen. Wir haben mega große Screens und sehr viele Screens im Z und im 1930. Und man kann dann eigentlich im ZSC-Tempel hier bei Watsch schauen, und auch wenn es auswärts ist.
Danke vielmals, Günther Gruber. Also meine Vorfreude ist noch viel grösser geworden. Nicht nur auf die Wurst, die mir versprochen worden ist, sondern auch auf all die Erlebnisse, die wir hier gemeinsam haben dürfen, eben auch gastronomisch. Du hast viel gesagt. Ich gebe dir jetzt gerne das Schlusswort, auch direkt ab Fans, dass du noch mal zusammenfassen kannst und so ein bisschen deine Highlights bringen. Warum dürfen sich die Fans freuen auf den neuen Gastrobereich von der Swiss Life Arena? Ja. Also es gibt ganz, ganz viele Highlights noch. Ich möchte nicht alle erzählen. Es gibt noch ein paar Sachen, die sind noch im Top-Secret. Die werden wir erst an der offiziellen Eröffnung bringen. Aber ein Highlight wird sicher auf der Terrasse um den Barbecue-Smoker sein. Der wird momentan gebaut. Das ist ein Barbecue-Smoker, der wiegt eine Tonne. Der wird mit einem Spezialkran aufs dritte OG gehoben. Wir können dort auf einmal ungefähr 120 Kilo Spare Ribs machen. Es wird auf der Terrasse ein Spare Ribs geben, auch hier im Z und in der Sportbar. Coole Sachen aus dem Barbecue-Smoker. Und ich bin jetzt seit anderthalb Jahren intensiv am Projekt. Es ist das coolste Projekt, wo ich bis jetzt umgesetzt habe. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn das Stadion aufgeht. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Z-Wurst so gut ankommt wie hoffentlich bei dir. Und bei den Degustationen und dass natürlich ganz, ganz viele ZSC-Fans dann kommen und das neue Stadion genießen werden. Top. Vielen Dank, Günther Gruber, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, liebe Fans, dass ihr eingeschaltet habt. Und auf diesem Weg nochmal viel Vorfreude und Lust auf die Erlebnisse, die wir hier gemeinsam haben dürfen.